Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, der FDP-Antrag ist gut gemeint, aber aus meiner Sicht leider ein reiner Schaufensterantrag. Denn eins ist doch klar, kein Verantwortlicher in ganz Deutschland will einen erneuten oder gar flächendeckenden Lockdown von Kitas oder Schulen. Und das ist mit dem beim heutigen Stand der Kenntnisse über die Corona-Pandemie und nach den Beschlüssen, je nach Bedarf und zeitlich begrenzt vor Ort und in den Regionen, in den einzelnen Schulen und nach nachvollziehbaren Kriterien zu reagieren, auch gar nicht notwendig. Und wenn Sie sagen, der Zugang zu hochwertiger Bildung muss für alle Kinder gleichermaßen und zu jeder Zeit gewährleistet sein, weil sozusagen jeder Einzeltag zählt, dann ist das zwar etwas übertrieben und idealistisch gesagt, andererseits aber auch ein Ziel, das für uns alle selbstverständlich ist. An einer umfassenden und bedarfsgerechten Bildung und Betreuung unserer Kinder haben alle Kommunen, alle Schulträger ein ureigenes Interesse, auch ohne Ihren Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Wir alle wollen für unsere Kinder schließlich nur das Beste. Und alle arbeiten hart daran, dass wir die Voraussetzungen dafür immer weiter verbessern. In erster Linie die zuständigen Länder und Kommunen. Da gelingt es den einen zugegebenermaßen besser, den anderen schlechter, aus unterschiedlichen Gründen. Teilweise sind bauliche Veränderungen schwierig, teilweise fehlen Erzieherinnen und Erzieher und Lehrkräfte oder die digitale Ausstattung, teilweise fehlt schlichtweg das Geld. In zweiter Linie der Bund. Der hilft, wo er kann, um Defizite auszugleichen, die die Länder alleine nicht bewältigen können und auch, um Unmögliches möglich zu machen. In den letzten 20 Jahren haben wir große Fortschritte bei der Betreuung und bei der Sprachförderung in den Kitas gemacht. Mit dem Gute-Kita-Gesetz haben wir die Betreuungsrelation und die Qualität der Bildung weiter verbessert und fördern teilweise auch die Erzieherausbildung. Die frühe MINT-Bildung in den Kitas fördern wir mit dem Haus der kleinen Forscher. Mit dem Konjunkturpaket stellen wir zusätzlich 1 Milliarde € bis 2021 für Kitas bereit. Wir haben auch mit unserer Fachkräfteoffensive die Erzieherausbildung attraktiver gemacht und fördern vergütete und schulgeldfreie Ausbildungsangebote in allen Bundesländern. In den Schulen wurden mit Bundesmitteln die Ganztagsbetreuung kontinuierlich ausgebaut. Wir planen jetzt den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 2025, denn die Nachfrage wächst. Was uns als CDU-Vertreter aber auch einige Bauchschmerzen verursacht, denn viele Kommunen befürchten hier eine Überforderung. Wichtig ist für uns ein bedarfsgerechtes Angebot, das die Kommunen dann auch tatsächlich bereitstellen können. Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich die Digitalisierung der Schulen. Hier hat Corona noch einmal mehr den Nachholbedarf deutlich gemacht. Aber gleichzeitig wurde klar, Not macht erfinderisch. Sehr viele Lehrerinnen und Lehrer haben die Herausforderung nach anfänglichen Schwierigkeiten besser gemeistert als erwartet. Sie haben eine gute Routine entwickelt, auf die sie auch zukünftig zurückgreifen können. Wir brauchen mit und ohne Corona eine gesunde Mischung aus Präsenz- und Digitalunterricht. Die meisten Kinder, auch meine, haben sich an die digitalen Lernplattformen sehr schnell gewöhnt und erwarten zu Recht, dass sie weitergeführt werden. Mit dem milliardenschweren Digitalpakt Schule, den wir jetzt noch mal um 500 Millionen € aufgestockt haben, hilft der Bund dabei, die Schulen und die Kinder fit für die Zukunft zu machen, und zwar unabhängig vom Kontostand der Eltern. So werden in meinem Wahlkreis bereits 3.000 mobile Endgeräte zur Verfügung gestellt, deren Bedarf vorher abgefragt wurde. Wenn ich höre, dass viele Länder und Kommunen die vom Bund bereitgestellten Mittel noch nicht abgerufen haben, weil vielfach die Medienkonzepte fehlen, weil es andere Antragshindernisse gibt oder weil manche Schulen fast bei Null anfangen, dann fehlt mir hierfür das Verständnis. Ich freue mich, dass der Bund es jetzt möglich macht, Medienkonzepte nachzureichen, damit die zusätzlichen Mittel aus dem Digitalpakt schnell beantragt werden können. Wir werden mit den Mitteln aus dem EU-Wiederaufbaufonds außerdem eine digitale Bildungsoffensive finanzieren. Erste Schritte dazu hat der Bund auf dem letzten Schulgipfel mit den Ländern vereinbart. Dazu gehört, dass wir 500 Millionen € für die Ausstattung von Lehrkräften mit digitalen Endgeräten bereitstellen. Dazu gehört, dass wir bundesweite Bildungsplattformen aufbauen, auf der unter anderem hochwertiges Unterrichtsmaterial ausgetauscht werden kann und dass wir Bildungskompetenzzentren gründen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, Ihres Antrags hätte es angesichts der vielfältig geschilderten Aktivitäten nicht bedurft. Er ist schlichtweg überflüssig.
Das Wort hat die Kollegin Ulrike Bauer für die SPD.